Mit 2:3 verlor der FSV Schröck sein Heimspiel gegen den TSV Rödenau. Schröck verzeichnete mehr Ballbesitz und Chancen. Auch wenn Rödenau den Schröckern spielerisch unterlegen war, legten sie jedoch Kampfgeist und Laufbereitschaft an den Tag. Der Einsatz der Gäste zahlte sich nach einer halben Stunde aus. Maxim Zich brachte sie mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der TSV dann auf 2:0. Ein langer Freistoß landete bei Tobias Grebe, der mit einem platzierten Kopfball den Schröcker Torwart Florian Eidam überwand. Im zweiten Durchgang hatte Andreas Schoch kurz nach dem Wiederanpfiff den Anschlusstreffer auf dem Fuß, vergab aber aus aussichtsreicher Position. Der für Mehmet Kutschek eingewechselte Alban Ademi verwandelte kurze Zeit später einen direkten Freistoß und verkürzte auf 1:2. In der 58. Minute erhöhte wiederum Maxim Zich nach einem Konter auf 3:1 für Rödenau. Im weiteren Verlauf wurde dem FSV Schröck nach einem Foulspiel an Andreas Schoch ein Elfmeter zugesprochen, den Alban Ademi jedoch vergab. Go, Nico.
Ja! Komm vor, Bede, komm auf. Mike, aufschießen. In der 75. Minute traf Michael Rübe per Kopfball zum 2:3. Schröck gelang es nicht mehr, sein Chancenplus zu nutzen, und so blieb es beim Sieg für den TSV Rödenau. Wow.